Die Asklepios Klinik in Bad König. Der Ort, an dem Helmut Österreich ganz knapp überlebte. Fast 2 Jahre danach kehren wir mit ihm an diesen Ort zurück, fragen ihn nach seinen Gefühlen beim Anblick des Gebäudes. Erstmal eine Dankbarkeit, weil die Menschen haben ja nun mal das Leben gerettet. Ja? Es geschah im März vor 2 Jahren. Corona entwickelt sich langsam zur weltweiten Pandemie. Doch der Umgang mit der Krankheit steht noch am Anfang. Deswegen kann der damals 69-Jährige die Symptome auch nicht sofort deuten. Das war ganz einfach so, dass ich circa 1,5 Wochen vorher permanent Husten hatte. Trocken. Ende. Dann bin ich hier wach geworden. Meine Frau, die hat instinktiv dann auch, die hat mir eigentlich zuerst das Leben gerettet, indem sie genau das Richtige gemacht hat. Und hätte ja vielleicht sagen können, komm, leg dich mal hin, wird schon wieder. Ja. Aber ich habe halt keine Luft gekriegt, das hat die mitgekriegt. Und dann hat sie halt Notarzt geholt und dann ging es halt los. Auf Husten folgt Atemnot. Der Rettungswagen kommt und bringt ihn ins Erbacher Kreiskrankenhaus. Luftröhrenschnitt, Intensivstation, künstliche Beatmung. Helmut Österreich wird ins Koma gelegt. Noch heute ist der Michelstädter dankbar, dass die Ärzte sofort richtig gehandelt haben, trotz fehlender Erfahrung mit dem neuen Virus. Doch nach 4 Wochen bekommen sie Helmut Österreich einfach nicht wach. Er wird in die Asklepios-Klinik nach Bad König verlegt. Die Lage spitzt sich zu. Lungenentzündung, beidseitige Lungenembolie. Später erzählen ihm die Ärzte, wie knapp es war. Naja, dass ich fast über die Wupper gegangen bin, ne? Das ist klar, das habe ich gesagt bekommen. Ja. Und ich sage mal, das ärmste Schwein in der ganzen Geschichte war nicht ich. Das war meine Familie. Die haben da halt arg gelitten, speziell meine Frau. Dann passiert das Wunder. Nach insgesamt 8 Wochen im Koma kommt Helmut Österreich endlich zu sich. Bewegungsunfähig. Ich habe wochenlang nur auf dem Rücken gelegen. Konnte die Beine nicht bewegen, nichts. Keine Körperkontrolle, wie ein Baby. Und sowas war für mich eigentlich immer schon das Schlimmste. Auf andere angewiesen zu sein. Ne? Helmut Österreich ist durcheinander, muss viele Dinge neu lernen, vor allem das Laufen. Sein ganzes Leben ist er sportlich, vor allem als ambitionierter Fußballer. Und dieser Kampfeswille ist nun gefragt, vor allem bei den ersten Schritten im Krankenhausflur. Das kann man sich gar nicht vorstellen, was das eine Anstrengung ist oder eine Anstrengung bedarf, sich da einfach nur gerade hinzustellen. Unglaublich. Ja, und dann ging es halt los, so die ersten Schritte. Gut, das haben wir dann immer wieder gesteigert. Und dann war halt so ein Zwischenziel, das waren ungefähr 20 Meter mit dem Ding. Der Neurologe Dr. Michael Hartwig behandelt Helmut Österreich damals unter anderem. Ihn heute, 2 Jahre später, wieder so gesund zu sehen, erfüllt den Mediziner mit Freude. Das so 2 Jahre zurück haben wir es einfach nicht gewusst. Wir haben auf der einen Seite gesagt, es ist eine neue Erkrankung, wir kennen die nicht. Es ist alles offen. Wir sind gewöhnt, mit ganz schweren Patienten zu arbeiten, wo zum Teil die Prognose auch schlecht ist. Und wir haben hier einfach gesagt, die Prognose ist offen. Wir probieren alles, genau wie das Krankenhaus Erbach alles probiert hat, sehr erfolgreich. Und ja, das hat uns letztlich recht gegeben. Die Krankheit hat das Leben des selbstständigen Versicherungsmaklers und dreifachen Vaters verändert. Schon immer arbeitet er viel, gönnt sich wenig Ruhe. Doch dann kommt Corona. Wenn du da den ganzen Tag rumliegst und hast nichts zu tun und kannst nichts tun, dann machst du dir ja über das Leben Gedanken, über Sinn und Unsinn. Und in der Phase habe ich für mich beschlossen gehabt, dass ich nicht mehr so viel mache, wie vor meiner Krankheit. Und dann war es halt so, meine Frau ruft mich irgendwann an und dann haben wir uns unterhalten und dann sagt sie so, ich sag dir jetzt was, wir leben jetzt anders. Helmut Österreich kämpft. Nach 17 Wochen kann er die Klinik verlassen und in die Reha nach Königstein wechseln. Hier sieht er auch endlich seine Familie wieder. Natürlich ist es ein Highlight, ne?
Das ist halt total emotional, ja? Wieder am Leben teilnehmen. Ne? Das war nur ein Festhalten, ne? Klar. Endlich wieder jemanden im Arm zu haben, ne? Das ist ja, ist halt so. Als es endlich wieder nach Hause geht, ist das ein unbeschreibliches Gefühl für die ganze Familie. Der heute 71-Jährige hat sich zurück ins Leben gekämpft. 6 Kilometer joggen und sogar Tennis spielen ist wieder möglich. Doch ganz der Alte ist er nicht. Bisschen vergesslich, ne? So Kleinigkeiten, Autoschlüssel, Handy. Dann habe ich ein Problem im rechten Knie, da habe ich halt Wasser, das kriege ich auch nicht mehr raus. Da habe ich halt immer so Spannungsgefühl drauf. Aber das behindert mich nicht groß. Ja? Ich laufe zwar nicht mehr so schnell wie früher, aber langt mir. Und wenn ich schwer hebe, verliere ich halt das Gleichgewicht. Helmut Österreich schaut optimistisch in die Zukunft. Seine Geschichte will er öffentlich machen, um wach zu rütteln. Denn das, was er erlebt hat, wünscht er niemandem. In dieser ganzen Zeit, was ich da meiner Familie zu verdanken habe und meinen Kindern, meinem Sohn, meiner Töchter, die haben mich halt immer wieder aus den Löchern rausgeholt, ja, und haben gesagt, komm, weiter.